Nicht jede Woche haben sie die Gelegenheit, auf einer Bühne zu stehen. Die vier Jugendlichen von der Gruppe Funfair. Auf dem Musikfestival im Dekanat Eichstätt haben sie die Chance für ihren Auftritt genützt. Nach den Musikworkshops der vergangenen Wochen zeigen sie heute im Garten der Jugendstelle Scheldorf, was sie gelernt haben. Die heutige Bühnenerfahrung motiviert sie zu weiteren. Ja, das ist für uns ganz wichtig, dass wir da wieder die Motivation für weitere Auftritte mitnehmen, weil ohne Auftritt macht das Spielen auch nur halber zu viel Spaß. Ihr Repertoire? Die schönsten Cover-Rock-Hits der letzten Jahrzehnte. Nicht nur die Nachwuchsmusiker waren mit ihrem Auftritt zufrieden. Am Ende des einstündigen Konzerts war das Urteil des Publikums einhellig. Toll gespielt, tolle Sounds verwendet. Ja, die Auswahl war auch gut. Super, also wirklich geil. Ja, also kann man nichts besser sagen. Wenige Wochen zuvor nahm Funfair im Scheldorfer Jugendheim an einem Bandworkshop teil. Die Leitung hatte die Gruppe Back Beavers, eine erfahrene Jugendband aus Bayreuth. Von diesem Workshop nahm jeder Teilnehmer etwas anderes mit. Der Bandworkshop hat uns alle was gebracht. Also wir haben super Tipps gekriegt, wie wir uns verbessern können, wie man sich auf der Bühne richtig bewegt. Unsere Songs waren vorher eigentlich so, dass Refrain und Strophe sich ja, einfach so fließend übergegangen sind. Und die haben uns dann auch dazu gebracht, dass man Strophe leiser macht und Refrain bam, eine. Beim Musikfestival hatten die Trainer dann selbst einen Auftritt. Sie zeigten, wie man das Publikum animieren und in Partylaune versetzen kann. Auch den Jugendpfarrer. In seinen Augen spielt Musik gerade im Glauben eine wichtige Rolle. Und wir wissen auch selber, wenn wir auch in der Kirche gute Musik hören, dann betet man auch gerne. Das hat schon der heilige Augustinus gesagt, wer singt, der betet doppelt so viel. Und es ist auch gut so. Ein guter Start in ein Projekt, das künftig jährlich stattfinden soll. So haben die Jugendbands gut lachen.